Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Bravely Second. Wir sind hier bei Hartschalt. Wir konnten letztes Mal das Schiff von Yonohana wieder rekrutieren. Während die Stimme mit dem lila Stift uns im Prinzip geholfen hat. So, jetzt können wir aber hier mal anlegen. Oh, wir müssen sogar nur hinfahren. This is the coast of Hearts Child. That's right. Hey, wait a minute. You're still on board. Of course. Why wouldn't I be? It's just that, we kind of get into a lot of dangerous situations. Then all the more reason. I'll stay right here. On a perilous journey such as yours, you're bound to have aches and pains from time to time. When that happens, I'll be here to see you're as comfortable as possible. Oh, does that mean you'll be cooking for us too? But of course, hot meals thrice daily. Now that's what I'm talking about! Das Schiff hat Edea will das Schiff nie wieder verlassen. Wenn sie dich Agnes retten müsste, dann würde sie das Schiff wirklich nie wieder verlassen, kann ich mir vorstellen. Ja. Mal sehen, ob wir die Leute in Hartschild retten können. There's no one inside either. Everybody went to heaven. Huh? What's that sound? It's coming from outside the city, and it's getting closer. Sergeant Sapp, sir! We're almost at Hearts Child, sir! No thanks to this rotten fracking machine! We should have been here days ago! Don't be too hard on him, Sergeant Sapp, sir. He did his best to only overheat at breakfast, lunch, and dinner, sir. We could have been the ones to take this city, too! Oh well, might as well mop up. Tear down the walls and level the place! And get a move on, or His Majesty will leave us behind! Huh? Sergeant Sapp, sir! I think someone's coming this way, sir! No matter! If they get in the way, just, level them too! What is that? That's the Imperial insignia on it. What clunky, primitive technology! It's so cool. I know, right? It's so rustic and rugged looking. You two, quit gawking and get ready to fight. It's coming for us. Verdammt, und ich habe mich nicht geheilt. Ja, das ist doof. Ach, da haben wir Feldwebel Pio, Piesel und die Superkampfroboter. Okay. Fangen wir gleich mal mit Osmose an. 30.000 Schwäche Wasser anorganisch. Okay. Halt noch ein bisschen länger durch. Ich möchte nämlich nach Feldwebel Pio und die anderen untersuchen. So. Fünftausend unbewaffnete Humanoid.
Okay, dann kannst du den schon mal angreifen. Während wir einen gefreiten Piesel noch untersuchen. Ja, ich glaube, jetzt müssten wir zumindest mal genug haben für eine Aktion. Ah, der hat nur 4000. Okay, also die hauen auf jeden Fall mal gut rein. Da kann man nichts gegen sagen. So. Alle untersucht. Dann beleben wir nochmal alle. Ich denke mal, Pio, Feldwebel Pio durfte jetzt das Zeitliche segnen, ja. Und das durfte auf jeden Fall gegen die Maschine gut reinhauen. Auch wenn es Wind ist, habe ich ja immer noch Wasser drunter. Irgendwer hatte Schutz. Autsch, das ist gar nicht gut. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Mir genügend Mana. Machen wir es lieber anders. Äther schlucken. Okay, ich denke mal, so ist es auch okay. Ah, verdammt, das wäre genug gewesen. Ah, verdammt. So. Langsam gehen mir echt die Optionen aus. Aber wenigstens ist jetzt der Piesel auch weg. Okay, die Musik im Hintergrund ist einfach. So, Segen für you. Und dann beleben wir uns wieder. So, das sollte eigentlich auch genug Heilung bringen, ja. Graben wir noch. Kein so roher Feind. Aber egal, wir machen ja alles. Katzenminze erhalten. Das ist eigentlich recht gut. So, wir sammeln mal die Fähigkeiten zusammen. Ah, wieder in Aktion, okay. Habe ich mir schon gedacht, dass die zu klein sind, als dass sie nicht wiederkommen. So, Wasser war das Ding anfällig. Also, Eisra, Hammer. Bam. Schade, dass jetzt, wo in der Auochsenhaltung ist, nichts geht. Katzenbeschwörung. TP vom Ziel absorbieren. Feldwebel. Und du musst mal wieder einen Vitra-Nebel zaubern. Ah, und auch der
Der ist wieder in Aktion, der gefreite Piesel. So. Was kann der Spießhorn? Wolfsfang und einen normalen Angriff. Kümmert euch um den Feldwebel. Ja. ...3000 Schaden gemacht. Ah, sie macht dafür nicht so viel Schaden. So, Verteidigung. Oh je, mir geht das Mana wieder aus bei Yu. Und der kann immer noch zwei Aktionen ausführen. Okay. So. Dann kann er erstmal... Kein Nebel. So, das ist die totale Osmose. Mana wieder aufladen. Da 17, das hätte nicht gereicht. 23 vorhin hätte gereicht, aber ich glaube, da standen wir noch unter dem Effekt von seinem Special. Genau, darauf hatte ich doch abgesehen. Dann machen wir doch eigentlich wieder mal dasselbe. Wofür hat der Mana? So. Ja. Ein Special. Oh, ist der schon wieder im Einsatz? So, Donnerkeil. Und den Eisra Hammer. Und Eisra so. Perfekt. Das wird jetzt... Oh, der hat Schutz. Also wahrscheinlich vor dem Vergiften. Okay. Für die Soße. Okay. Die waren wenigstens lustig. Und der Gegner war nicht so schwierig dafür, dass wir schon halb angeschlagen im Prinzip angekommen sind. Polarwind und ein Regulator. Preposterous! The pride of our army, our next generation super weapon, humbled by four mere gutter snipes! Sergeant Sapp, sir, a message for HQ. It went. Don't worry, I decoded it. Skyfold, Diam, and T Sales, Fro, Next Ob, Jekt Ive, at dawn. Or something like that, sir. Rekt, Earn, Post, Faced, or Be, Ab, and Dunned. Well, I don't want to be Ab or Dunned, sir. Und wir sollen schleudernd zurückkommen, sonst geben sie uns einen Preis. Was soll das wirklich heißen?
Und wir sollen schleunigst zurückkommen, sonst... okay, das kann ich... And what? Talk about a cliffhanger, sir. Oh, wait, there's also something about a coward Mardial and a firing squid. Then we got no choice. Pull the self-destruct lever! But, sir! Just do it! We can't let the weapon fall into enemy hands! I can't do it, sir. The lever's broke clean off, sir. Why, I'll break your... Fine. We'll drive the blasted thing back. About face! Wouldn't it be faster if we walked? And what about my face, sir? Just shut up! Look at that thing clanking and clunking away. What a rust bucket. It's so cool. I wish I had one. Anyway, now that that's over, what do we do about Hart's child? We'll need to douse every inch of the city, but how can we do that without the water getting cold? I know! We could spray the whole town at once with a great big shower! Yeah, good idea. Let's do that. Idiot, you get the giant shower and we'll wait here. Okay. Murderer. Why, you little... No, it is a good idea. There's a fountain in the middle of town. If we just connect that to the bathhouse... Nice thinking, sir. Don't jinx me. Jinx. Anyway, the pipe leading to the fountain should be right over there. Great. Let's get to work. Okay, that should do it. All right, open the valve and start pumping. Is it raining? But it's so warm. I can see everyone. And look, I can move again. It worked! The townspeople are back to normal. We brought the heart back to Hart's child. Good job, everyone. I'm in your debt again. Thanks to you, I'm feeling as good as ever. We're happy to see you back on your feet, sir. But now, he must return to the battlefield. Of course, I'm grateful that he's well again. It's just... a part of me can't help feeling sad as well. I'm sorry, Eleanor. But I promise... I shall return to you unharmed. Oh, my love. Woo-hoo-hoo! Getting awful steamy in here. And I ain't just talking about the hot spring. Aber warum? I've never seen two people who care for each other so deeply. And yet, despite that deep love, their lives force them apart. He must protect the nation, and she must protect their home for when he returns. Their love is suffocated and crushed under the heavy weight of duty. Duty. Such a simple word. Yet it has the power to keep two loving souls apart. In the end, what does such a marriage mean? What is it all for? Wow, what's gotten into Magnolia?
She seemed really affected by that conversation with the Goodmans. Maybe being married means even more on the moon than it does down here on Luxendark. Still, I know how she feels. What I wouldn't give to experience true love like the Goodmans someday. Does this mean you're about to launch into a monologue too? Unacceptable. All right, everyone. Ready to go? Ah, eine Erinnerung, dass wir noch jemanden zu retten haben. Let's do it. To the Temple of Water. Auf nach Floren! Wo nur die Frauen warten. Oh je. Magnolia wird sich da total unwohl fühlen. Viele Blumen, viele Frauen. Ich will nicht unbedingt wissen, was da kommt. Aber naja, wir sind schon wieder am Ende einer Folge angekommen. So traurig es auch klingt, meine lieben Freunde. Nun müssen wir speichern und beenden. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tüdelü.